Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge meines Podcasts Momas Wollwelt. Ich bin Monika, wohne in Stuttgart mit meinem Mann und meinen zwei Hunden. Die sind hier auch um mich rum. Die hört ihr vielleicht, wenn sie vom Sofa runterhüpfen oder hoch. Und ich zeige euch hier, was ich die letzten zwei Wochen gestrickt und gehäkelt im weitesten Sinne habe. Ja, und ich habe heute nichts Gestricktes an. Heute ist der 7. Februar und ich habe mich mit einem Jungen bei uns in der Schule verabredet, dass wir heute auf jeden Fall im Trikot kommen. Egal was passiert, und ich habe es an und mein Herz blutet ein bisschen. Wie soll ich sagen? Bin ein bisschen betrübt heute, aber so ist es manchmal im Leben. Also den Hintergrund, der VfB flog gestern aus dem Pokal. Es war unfair, weil es hätte eine rote Karte für den Gegner geben müssen, aber so ist es manchmal im Leben. Es gibt Ungerechtigkeiten im Leben und wir können nichts dran ändern. So. Ich danke euch, dass ihr wieder hier seid. Ich sehe schon, dass meine Zuschauerzahlen so steil in die Höhe geschossen sind. Ich mache hier kein Video mit irgendeinem politischen Thema, einfach um Phishing vor Zuschauer. Nein. Und wer meint, es ist zu theatralisch, was ich hier mache? Find the next one. Ich sage hier, worum es mir geht. Ihr kennt mich, die ja schon lange zuschaut, dass ich da manchmal auch kein Blatt vor den Mund nehme. Ich bin da sehr klar in meiner Haltung und die äußere ich. Und ja, und übrigens, ich bin VfB-Fan. Das ist, sagen wir es mal so, nach dem Stricken und Handarbeit meine wirklich zweite Leidenschaft. Leidenschaft. Und dafür lebe ich, dafür leben wir, deshalb sind die Haare rot. Das ist einfach so eine Macke auch von mir und es gehört zu mir. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen traurig, weil ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe. Ich habe nämlich gesagt, wenn der VfB seinen nächsten Titel holt, lasse ich mich tätowieren. Ich habe keine Tattoos. Hier oben ganz groß, so dieses Ding hier, so. Und diese Saison ist jetzt so, also dass die Chance dieses Jahr auf den Pokal wirklich relativ hoch war. Hätten wir, hätte, Fahrradkette, Leverkusen gestern besiegt, stehen mindestens noch zwei Zweitligisten im Halbfinale. Also nie war die Chance größer. Und irgendwie, weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Ich hätte mich auf der einen Seite voll drüber gefreut, auf der anderen Seite finde ich Gepiekse und Nadeln ein Horrortrip für mich. Ja, das hat so beides. Ich bin auf der einen Seite ein bisschen erleichtert, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, da dazwischen bewege ich mich gerade. So. Aber vielleicht kommt ja irgendwann ein Titel und ich habe hier ein Tattoo. So groß ist diese Liebe zu diesem Verein. So, nun, vielleicht kann man in diesem Zuge auch irgendwie eine Wollknäuel mit zwei Nadeln oder so. Man weiß es nicht. Da ist ja die Liebe auch sonderlich groß. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit und habe die Kategorien. Jetzt fehlt mir gerade schon wieder optisch was. Wo ist es? Hier ist es. Ich habe ja irgendwie dieses Jahr nicht nur diese M-Kahl-Decke, die aus dem resultiert, Sockenwolle, die man vielleicht zuhauf gehortet hat, mal zu verstricken. Sondern ich habe mir auch vorgenommen, schon im Januar bzw. zwischen Weihnachten und Neujahr mal eine Liste zu machen. Wer denn von mir in diesem Jahr zum Geburtstag und sonstigen Festen Socken kriegen soll, wie viele das sind, und die dann schon zu stricken und zwar im Januar zu beginnen und nicht im November die Krise zu kriegen. Hat was von Planung. Und dann habe ich ausgerechnet 26 Paar, das heißt jede Woche einen Socken. Und wir sind jetzt aktuell, ich habe gerade nochmal geschaut und ich bin, das schenke ich schon wieder, aber wir sind in Woche 6. Wir sind in Woche 6. Ich habe immer noch diesen Habit Tracker. Den führe ich jetzt seit dem Jahr 22. Da steht 22. Ein Monat, eine Seite. Man schreibt vorne hin, was man strickt. Und ich habe da so ein bisschen System. Blau sind Oberbekleidung.
Orange sind Socken, ganz normale Socken. Gelb war Sock Madness. Und dieses Rot ist meine eigene Anleitung. Und ich habe das jetzt 2 Jahre wirklich straight geführt. Und ihr seht schon, so sah mein Januar aus. Ich kennzeichne noch mit A für Anfang und E für Ende. Und ich habe im Januar tatsächlich 1, 2, 3, 4 Sachen fertig gekriegt. Und habe im Februar auch schon wieder eine fertige Sache. Also, es gibt einen guten Überblick und mir ist jetzt diese Woche aufgefallen, dass ich auch ein paar Socken gestrickt habe, das nicht in meinen Ravelry-Produkten ist. Schlimm? Nein, nicht schlimm, aber ihr wisst ja, ein bisschen Nerd und ein bisschen Übersicht und ja. Also, ich bin in Woche 6. Woche 6 heißt 6 Socken, nicht 6 Paar. 6 Socken müssen fertig sein. Stand war, ein Paar ist schon komplett fertig. Und ich habe jetzt das zweite Paar komplett fertig gemacht. Jetzt, um euch das noch sagen zu können, was ich wieder nicht auswendig weiß. Logge ich mich geschwind ein, der kennt mich immer nicht, der Kerle. Doch, er kennt mich. In meine Projekte. Ihr könnt es auch tun. Ihr könnt auf meine Projekte auf Ravelry zugreifen. Was eigentlich ganz einfach ist. Ihr seid, was mache ich denn jetzt? Ihr seid eingeloggt bei Ravelry. Und dann könnt ihr auf meinen Link zugreifen. Den ihr unter dem Video findet. Ja, das muss ich noch dazu sagen. Ich wollte jetzt keine Dehnungsfugen-Challenge, aber ich liebe ja Dehnungsfugen und ich finde, die passen auch jedem. Und deshalb stricke ich ganz viele Dehnungsfugen dieses Jahr in verschiedensten Variationen. Liegt auch daran, dass ich weiß nicht, ob man das jetzt an der gut sieht. Ich zeige euch nachher nochmal eine, da kann ich es euch besser erklären, dass die unglaublich gut strukturiert und sich selbst schon in Abschnitte untergliedert. Die zeige ich euch gleich. Ich habe gestrickt aus Austermann Step in einem schönen Grün dieses Paar Socken in der Größe 43. Und da gibt es ja auch, kennt ihr das? Ihr, oh bitte, wenn du jetzt da drüber hüpfst, kriege ich einen Föhn. Hund, bitte. Da ist das Ladekabel. Wenn sie da drüber geht, fliegt das Handy um und. Oh. Magst du da hochliegen oder was ist dein Begehr gerade? Was willst du denn? Ins Video. Was denn? Ja, jetzt um zum Fenster rausgucken oder wie? Ist das eine gute Position? Für dich schon, aber für mich nicht. Du, da wollen mich Leute sehen. Egal. Also, kennt ihr das, dass man Sockenwolle hat, die man einfach total toll findet? Man kauft sich so ein Knäuel Sockenwolle im Laden und denkt, boah, ist die toll. Boah, ist die toll und dann legt man die in den Schrank. Weil die doch so toll ist und dann verstrickt man sie nicht. Und das war eine dieser. Ich fand die total toll und ich muss sagen, ja, die sind auch total toll. Und ich habe auch den Anfang gefunden und sie sind fast gleich. An dem einen geht an der Spitze noch weißlos, am anderen nicht, aber ja, sei es drum. Genau. Das heißt, ich habe das zweite fertige Paar. Zwei, vier. Und ich bin ja ganz stolz, dass ich zwei fertige Paar habe. Ich habe dann ein nächstes Paar angefangen und ich arbeite, ich habe meine Liste so, wo ich geschätzt habe, wer welche Größe hat und ich arbeite von groß nach klein. Weil dann habe ich die große Socke erstmal weg. Es kommen schon noch ein paar 46er Männersocken dazu, aber die sind jetzt da mal nur außer Konkurrenz, weil ich nicht weiß, ob ich da wirklich Dehnungsfuge stricke oder ob ich da zum Beispiel, wie für meinen Hausmeister, das ist Work in Progress, das ist in meiner Schultasche drin, und da bin ich auch nicht viel weiter, eine Regia Perfect einfach wegstricke. So. Ich habe noch eine fünfte Socke.
Auch eine Dehnungsfuge, auch Größe 43, 42, 43 in der Größe. Und jetzt zeige ich euch das mal, warum sich diese Dehnungsfuge so für mich persönlich so easy peasy strickt. Er schlagt an und strickt, und das ist in allen Größen. Das muss man dann überlegen, ob man das wirklich will in den kleineren Größen. Zwei rechts, zwei links Bündchen mit einer größeren Reihenzahl, wie ich sie sonst vielleicht stricke würde. Das finde ich ist für große Größen auch kein Problem. Wenn die Größe kleiner ist und der Schaft auch kürzer wird, weiß ich nicht, ob das optisch schön ist oder ob ich es da nicht abkürze. Das wäre die Veränderung dann. Und dann strickt man ja dieses Muster, zwei rechts, zwei links und da vorne eben anders, bis zu einer gewissen Höhe. Das ist ein Abschnitt. Sprich, ich habe ein Abschnitt Bündchen, ich habe ein Abschnitt bis zur Ferse. Dann habe ich einen Abschnitt, der geht genau bis hier. So, müsst ihr euch das denken, bis hier. Fersenzunahme, dritter Abschnitt. Dann vierter Abschnitt Ferse, Bumerangferse. Fünfter Abschnitt, dieses Stück bis hier. Das ist praktisch die Abnahme, sagen wir mal so, es ist der Spiegel. Bei einer Käppchen, Herzchenferse wäre es einfach der Spiegel. Und es ist völlig wurscht, wo ich diesen Spiegel einbaue. Hier ist er halt hier oben. Manchmal bei Colorwork macht man hier unten, dass man es nicht sieht, dass das Muster sich schön durchzieht. Hier ist er hier oben. Und dann seht ihr, wenn man den Spiegel hat, dann hat man eigentlich die halbe Länge vom Fuß. Dann sind es noch bei mir so zwischen 30 und rein. Ich zeige euch nachher, wo es viel mehr rein sind, aber das hat einen anderen Hintergrund. Und dann seht ihr, ein Abschnitt, zwei Abschnitt, drei Abschnitt, Ferse 4, Spiegel 5, bis zum Fuß 6 und die Sternspitze dahin 7. Das heißt, es unterteilt sich logisch in 7 kurze, echt kurze Abschnitte, weil ganz im Ernst, zum Bündel ist gleich gestrickt. So eine Spitze ist gleich gestrickt. Die paar Reihen sind auch easy peasy gestrickt, weil es ja immer das gleiche ist. Hier glatt, hier zwei rechts, zwei links. Also das geht easy peasy. Hier bei den Abnahmen geht es mir so, dass ich die immer vorn mache. Das hat auch eine logische Folge. Das ist bei jedem Socker gleich bei mir, egal in welcher Größe. Aber ich vergesse es oft an der hinteren Seite dann. Da muss ich mich wirklich konzentrieren. Ansonsten muss ich mich bei dieser Socke überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und deshalb stricke ich die so gern. Und sie sind halt, na, ihr seht es jetzt hier wieder, die sind dehnbar, die ziehen sich zusammen, ich finde sie einfach. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was ich anhabe. Eine Dehnungsfuge. Ich trage sie unheimlich gern. Ich bin jemand, bei dem die Socke wirklich fest sitzen muss. Ich darf sich nicht verdrehen oder so locker oder so. Geht gar nicht. Und das ist bei mir bei der Dehnungsfuge so. Deshalb trage ich die Socke. Fünfte Socke. Sagt jetzt nicht, ich hätte geschummelt. Sechste Socke. Oh, ist die schön. Ah, Junge, ist die schön und die ist in der Kamera noch mal viel schöner. Die sieht jetzt ein bisschen verrampelt auf aus dem Brett. Das ist eine 39. Und das ist Baumwolle Tutti Frutti Regia. Ergänzt mit der Unifarbe in Blau. Weil ich aus dieser Tutti Frutti schon mal ein paar Socken gestrickt habe. Der Kopf nicht eingeschaltet habe, für mich ein paar stricken wollte. Und dann gemerkt habe, warum ist die Socke so groß? Weil ich persönlich, wenn ich mit Baumwolle stricke, also das ist ja eine Mischung aus Merino und Baumwolle, dann muss ich von der Maschezahl eine Größe kleiner stricken. Sprich, ich stricke normal mit 64 Masche meine Socke. Hier muss ich mit 60. Und ich stricke schon mit 2,75er Nadel und ich stricke, sieht man es? Nicht gut, aber ich stricke fest. Genau, muss ich da dann einfach mit der Maschezahl runtergehen. Und dann sitzt die auch perfekt. Was habe ich hier gemacht? Ich habe, weil ich weiß, dass diejenige, die diese Socke kriegt und es nicht weiß, dass sie die kriegt, es liebt, so kürzere Sneaker zu haben. Und ich bin jetzt hierher gegangen, ich habe einfach diesen Abschnitt, den ersten, bis zum Beginn, also man sieht es an der Farbe ganz gut,
Ja, ihr seht, wie weit das geht und wo die Versezunahme anfängt. Und habe diesen Abschnitt einfach kürzer gemacht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, warum Strickschnitt gleich Strandtreppen? Das ist eine gute Frage, aber ich sage euch, die Strandtreppen, die sind mir persönlich so ein Müh zu kurz. Ich habe ja auch schon viel Strandtreppen gestrickt und habe auch noch welche im Schrank, aber die sind mir so ein Müh zu kurz. Und mit Bündchen und so ein bisschen Dehnungsfuge und dann auch dieser Dehnungsfugenschnitt, muss ich sagen, perfekt. Und das hier, also ich glaube, man sieht es jetzt im Vergleich auch. Ihr seht im Vergleich, also hier geht der Spickel bis hier und hier geht der Spickel bis hier. Obwohl, das sind gleich viele Maschen, die ich hier abnehme. Hier geht er trotzdem weiter vor. Das heißt, dadurch, dass diese Baumwolle so einen Gummifaden drin hat, es ist im Endeffekt nichts anderes, so ein ganz dünner Gummifaden läuft damit. Dadurch zieht sich das auch zusammen und ich kriege in der Höhe keine Range. Das hier sind, by the way, über 50 Reihen, 55 Reihen, die ich hier gestrickt habe. Ja, also da wird man dann einfach auch nicht mehr fertig. Das ist der Nachteil, finde ich, beim Sockenstrick aus Baumwolle, wenn die wirklich sitzen soll bei mir, dass ich halt hier dann in der Länge extrem viel stricken muss. Ja, genau. Socke Nummer 6. Das heißt, die zwei brauchen jetzt noch Brüder, dann wäre es 7 und 8 und dann, ja. Ich muss sagen, ich bin ganz gut so in diesem Modus. Jetzt hat jemand zu mir gesagt, guck, ich zeige euch das jetzt gerade nochmal, wo ich sie jetzt vom Sockenbrett runterziehe. Seht ihr das, wie viel flacher die ist? Das liegt aber wirklich an diesem Gummifaden. Ja, sagt jemand zu mir, ja, ja, aber jetzt dann, gerade du weißt schon, genau, es kommt nämlich die Sock Madness. Und wenn du dann Sock Madness strickst, dann ist ja die Frage, ob du das alles so auf die Kette kriegst. Ja, das wird die Frage sein. Also das, sag mir es doch mal so, ich mache mir keinen Stress. Weil die Sock Madness ist irgendwann vorbei. Und erfahrungsgemäß geht es mir nach der Sock Madness so, dass ich von Muster und Gedöns überhaupt nichts mehr will, sondern einfach nur noch straight. Und da kommt mir die Dehnungsfuge wieder zu Pass. Auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel, dass meine Schwägerin total auf Colorwork-Socke steht, weil sie zieht die nur auf dem Sofa an und dann sind die dicker und noch wärmer und das gefällt ihr total gut. Und nein, sie braucht keine 6-fach und 8-fach, ihr gefällt es einfach auch. Sie trägt die ja zur Schau und gibt mit meine Socke an, die sie da hat und das darf sie auch. Das heißt, Sock Madness ist dann auch Weihnachtsgeschenke in der Kiste. Ja, von daher. Ja, Sock Madness. Seit 1. Februar ist die Anmeldung für die Sock Madness wieder offen. Ihr meldet euch an bei Ravelry, ihr geht bei Community in die Gruppe, da müsst ihr beitreten, Sock Madness Forever. Und dann seht ihr die ganzen Threads, unter anderem den Info-Thread und dann gibt es einen zu neuen Regeln und so, die lässt ihr bitte alle gut durch. Und kleiner Tipp von mir, geht am Handy, geht am PC. Am PC geht es mit der rechten Maustaste, da steht dann Übersetzen. Und am Handy geht es mit den drei Punkten oben, kann man draufdrücken und übersetzen. Nachteil ist, wenn ihr auf eine neue Seite geht, müsst ihr wieder drücken, übersetzen. Aber dann übersetzt ihr euch das. Das ist kein flüssiges Deutsch, aber es ist so ein Deutsch, dass man versteht, was sie von einem wollen. Und wichtig ist, lest die Regeln durch. Ihr könnt euch anmelden vom 1. bis zum 14. Das ist der Aschermittwoch. Und dann bekommt ihr eine Bestätigungsmail und vermutlich wird dann vielleicht am 15., 16. wird's losgehen mit dem Qualifying. Das Qualifying läuft immer 14 Tage. Ihr habt also 14 Tage Zeit, ein paar Socken zu stricken nach einer englischen Anleitung. Auch ich muss manchmal Teile dieser Anleitung übersetzen. Ich mache das mit dem DeepL-Übersetzer. Ja. Und wer das Qualifying schafft, wird in Gruppen eingeteilt.
Bei der Anmeldung dürft ihr auch angeben, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, ob ihr Newcomer seid, ob ihr schon erfahrene Stricker seid. Entsprechend werdet ihr in Gruppen einteilt. Ihr könnt da schreiben, ist mir egal. Dann werdet ihr irgendwo in der Gruppe noch aufgefüllt. Also eine Gruppe, die noch nicht ganz voll ist, einfach dazu packt. Was macht den Reiz aus? Den Reiz macht aus, dass man vieles bei der Sock Madness lernt. Ich glaube, ich habe nie mehr in der Weiterentwicklung als Strickerin gelernt als bei meiner ersten Sock Madness, die auch eine Herausforderung war, diese ganzen, manchmal auch nicht einfachen englischen Anleitungen zu erfassen und umzusetzen. Das ist auch was, was man dann lernt. Es sind aber immer auch Bilder dabei, die ihr angucken könnt. Ich bin jemand, wenn ich was nicht kapiere, zum Beispiel farblich oder irgendwie, dann kann ich auch gucken, wie ist es gemacht. Ich habe unglaublich viel Technik gelernt. Natürlich ist auch ein Reiz der Sock Madness, so weit zu kommen, wie es irgendwie geht. Den Reiz oder diese Motivation habe ich dieses Jahr überhaupt gar nicht. Gar nicht. Also ich stricks Qualifying. Das Gute wird sein, dass es jetzt in den Faschingsferien, nächste Woche sind Ferien bei uns, vielleicht losgeht und ich da vielleicht schon eine Socke stricken kann. Man hat 14 Tage Zeit und das ist, by the way, das ist machbar. Und dann bekommt man auch die Anleitungen, die es in der Sock Madness dieses Jahr gibt, und zwar alle. Was man dann da davon strickt, ob man dann weiter im Wettbewerb strickt, das bleibt einem selber überlassen. Manchmal packt einen dann so der Ehrgeiz und man denkt, naja, also letztes Jahr waren in den Anfangsrunden waren relativ einfache Dinge, die strickt man dann so auf einer Pobacke weg. Dann kommt so ab Runde 3, 4 wird es manchmal auch schwieriger. Ich fand letztes Jahr das Qualifying war nicht schwer. Das waren die Luftig-Socken von der Annette mit den Luftballons. Ihr erinnert euch, diese Kunstwerke. Das war nicht schwer, das war Gefriemel. Und ich habe gestern gesagt, ich habe keinen Bock auf sowas. Dann sagt eine, ja, es gibt ja Socken mit vier Farben. Dann sagt Annette, ja, vier Farben hätten für die Luftballons auch gereicht. Und ich so, nein, nein. Ich will so ein Gefummel dieses Jahr nicht. Ich will es nicht. Ob ich es dann schaffe, wenn ich im Qualifying was habe, wo ich denke, ich will es nicht, es zu lassen, werdet ihr erleben. Ich schätze mal, in 14 Tagen wisst ihr mehr. Und ich auch. Ich merke, ich möchte mich nicht zusätzlich irgendwo mit was belasten, wo ich mich wieder in eine Hektik und in den Druck stricke. Aber es macht trotzdem auch sehr viel Freude. Man lernt viel und man hat vielleicht auch mal Anleitungen, wo man so gestrickt, die man sonst niemals stricken würde. Also überlegt euch, ob ihr euch anmeldet. Ich mache euch einen Link zur Sock Madness Gruppe unten rein. So. War es das zum Thema Socken? Ja, das war es zum Thema Socken. Dann seht ihr hier hinter mir. Das ist ja schon so ein bisschen eine Never-Ending Story, meinen Hut Oversize liegen. Und ich zeige euch mal, dass der schon so fast fertig aussieht. Haha. So sieht es aus, wenn es fertig hochgehängt. Es hat was von Burberry und ich finde es großartig, aber ihr seht, hier fehlt noch was und hier fehlt noch was. Ganz untypisch. Woran liegt's? Da war die Tasche dazwischen und ich habe irgendwie bis zur Tasche mich noch motiviert gekriegt und dann da nicht weitergemacht und beim nächsten Mal wieder unten angefangen. Also sprich, es fehlt jetzt an dem Vorderteil noch diese Rille hoch. Und die Rille, die ist ja nicht ganz, die ist halb, die fängt erst irgendwo, fängt die an. War doch ziemlich weit unten. Also die fängt hier unten an, da, parallel zu dem Grün, fängt die an und geht dann hoch, weil man an diesem Strickstück ja Zunahmen macht und da läuft die hoch. Genau. Beim Rückenteil fehlt das Dunkelrot noch ganz. Und was dann noch fehlt, ist der Saum. Den näht man dann hoch. Das gibt so einen doppelten Saum. Man näht ihn hoch, saubere Sache. Es wird dann praktisch genau in das Grün auch reinknäht. Also in dieses Grün von hinten.
Das kann man, glaube ich, ganz gut annähern. Das wird kein Problem sein. Dann nimmt man hier unten aus der Kante, eine linke Rippe, mit der Masche auf und strickt ein Rollbündchen hin. Hier an den Taschen wird auch noch was hingestrickt. Links und rechts. Und dann gibt es hier oben noch das Halsbündchen zu stricken. Die Ärmel habe ich schon, die werden dann eingesetzt. Eigentlich habe ich so als Deadline den 14. Februar, weil, let me be your Valentine, wir haben dieses Jahr an Valentine zufällig, treffen sich da zwei Dinge was vor. Und da würde ich es gern anziehen. Heute ist der 7. Ich würde es gern anziehen, aber wenn es mir nicht reicht, Leute, ich mache mir keinen Druck, dann ziehe ich es halt 3 Tage später an. Also, ich mache mich jetzt nicht dafür kaputt. Ist so. Es ist so. Es macht mir Spaß, aber es ist auch wirklich, ich muss es ohne Brille machen. Ich höre meistens einen Podcast nebenher und bin dann so komplett in meiner Welt. Wenn der Jürgen dann kommt und mich was fragt, sage ich, Moment, ich sehe gerade nichts. Also es ist wirklich eine hochkonzentrative Sache, diese Dinger da hochzuhäkeln. Ist keine Beschwerde, es ist eine Tatsachenbeschreibung. Und da brauche ich wirklich Zeit und mal Ruhe. So. Irgendwie macht schon ein bisschen Spaß, weil ich genau weiß, was dabei rauskommt. Aber es zieht sich halt noch ein bisschen. Dann seht ihr hier hinten. So wird es mal werden. Das zweite Teil ist dran bei meinem Emkal, Triangeldecke. Ich weiß, dass es das zweite Teil ist, weil hier ist der Marker drin. Was sage ich euch zur Triangeldecke? Das wird weitergehen mit drei Ecken. Ich zeige euch die. Mein Anspruch ist, dass ich sie euch immer zeige, wie weit es ist. Deshalb muss ich jetzt auch gucken, wie kriege ich meine Videos getimed. Eigentlich bin ich schon wieder viel zu spät dran. Heute ist Mittwoch. Am Freitag kommt der nächste Teil raus. Ich muss ja jetzt an diese Decke auch der dritte Teil dran stricken. Und im Dranstricken von dem dritten Teil, den filme ich beim Dranstricken. Und dieses Video ist ja dann in der Anleitung verlinkt. Und rein theoretisch müsste ich an dem Freitag, wo keine Anleitung rauskommt, das Video drehen, damit ich weiter stricken kann und das Video drehen kann. Also, ihr seht schon, das ist schon Timing. Und ich will es ja einfach auch so machen, dass ihr es wirklich hinkriegt. Wenn es doch da eine Anleitung gibt, wo drin steht, wie ihr es stricken sollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr macht es so. Und könnt dann die Gewähr haben, dass es dann nachher so ist, wie ich sag. Oder ihr macht es anders. Und dann sieht es nachher anders aus und dann ist es nachher anders. Aber dann müsst ihr selber damit zurechtkommen. Dann dürft ihr mich nicht fragen, aber wie mache ich das jetzt? Es wird Punkte geben, wo es dann einfach nicht mehr geht. Das ist aber dann nicht mehr meine Angelegenheit. Sondern ich schreibe eine Anleitung. Meins, zack. Macht es so, dann kommt das raus. Also zum Beispiel. Ihr backt einen Kuchen und ihr sagt dann, oh, ich will jetzt da aber irgendwie keine Eier reinmachen. Macht da jetzt dafür Apfelmus rein. Keine Ahnung, ob sich das ausgleicht, ich glaube. Und dann wird der Kuchen nicht locker flockig, sondern er ist irgendwie zusammenpappt oder sonst irgendwie und sagt, das war jetzt blödes Rezept. Findet den Fehler. War kein blödes Rezept. Hätte er das nach einem Rezept gemacht, wäre es ein guter Kuchen geworden. Und so ähnlich ist es hier auch. Das heißt, ihr könnt natürlich die Anleitung verändern. Und wenn ich ein Video mache in der Anleitung, dann schaut euch das an. Ich mache das, weil ich auch ein Mensch bin, der visuell lernt. Das heißt, wenn ich ein Video von irgendwas angucke, kann ich viel schneller umsetzen, als dass ich lese, mir vorstelle und dann mache. Das ist ein Schritt weniger. Ich brauche die eigene Vorstellung nicht. Und wenn ich dann schreibe, hol die Masche direkt oben an der Rippe raus, dann denke ich mir, welche Rippe? Links habe ich 7 und rechts auch. Welches, was meint sie denn? Aber im Video zeige ich genau, wie und was. Du musst dir das nicht vorstellen, du kannst da genau sehen. Und das soll es euch erleichtern, deshalb nutzt es. Genau. Also, zweites Eck. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum Türkis? Der Jürgen hat es rausgesucht, es gibt seine Decke.
Ich habe ein paar Popel schon gewickelt und aus denen darf er immer raussuchen. Ich habe noch keine Ahnung, was er jetzt nachher da raussucht, weil das muss er jetzt nachher machen, weil ich dann jetzt nachher auch die Anleitung drehe. Genau, es ist die Rückmeldung der Damen, die das stricken. Sie brauchen so im Schnitt 6 Stunden. Manche brauchen 4, manche dann ein bisschen mehr wie 6, aber so 6 Stunden. Die Rückmeldung ist auch, das unterbricht meine Planung und das, was ich stricken wollte, nicht wirklich. Weil in 14 Tagen diese 6 Stunden, die kriege ich raus, das ist ein Netzproblem. Es kommt viel Rückmeldung, es ist eine super gut beschriebene Anleitung. Danke euch. Ich kann ja nur das aufschreiben, wie ich denke. Und ihr müsst euch bei der Anleitung ja in meine Denke ein Stück eindenken. Und ich bin froh, dass es an der Stelle so unkompliziert ist und dass es euch so gut gelingt, euch auf mich einzulassen, weil das ist letztendlich, wenn ihr meine Anleitung strickt, lasst ihr euch auf mich und meine Gedanken und meine Ideen ein. Und dafür danke. Es gibt ganz, ganz coole Variationen, auch farblich coole Variationen. Ich sage immer, legt bitte ein Projekt an, weil ihr könnt dann bei Ravelry, bei der Anleitung, Projekte anklicken und es seht ihr auch, was es für viele Farbkombinationen gibt. All die, die auf Insta posten und mich verlinken, poste ich in meiner Story, sodass man halt dieses Jahr jetzt viel Decken auch in meiner Story kriegt, aber dann kriegt man wenigstens eine Story zu sehen von mir. Ja, auch mir macht es Spaß. Ich stricke ja 2 parallel. Bei der zweiten bin ich ja schon ein Stück weiter, dass ich Anleitungen vorher schreiben kann. So viel dazu. Jetzt muss ich überlegen, bei was das mache ich weiter. Ich mache weiter bei meinem Quadratpulli, der so ganz freundlich vor sich hin wächst. Der sieht jetzt so aus. Also ich bin am Rückenteil am 6. Streifen. Ich habe hier auch das Vorderteil liegen. Das Vorderteil. Und da seht ihr, der 6. Streifen ist der hier. Da war ich also schon beim Ausschnitt. Und entsprechend ist das Rückenteil. Ich halte es mal zusammen. Ist also so, sprich, ich stricke den gegengleich, sodass die Streifen hier oben sich treffen auf den Schultern. Ja, am Rückenteil muss man jetzt ein bisschen mehr stricken, klar, weil man den Ausschnitt nicht hat. Aber die Reihe wäre jetzt schon deutlich kürzer. Man strickt ja im Grunde eine große Schulzecke. In der Mitte 3 Maschen zusammen. Und an der Rückreihe hebe ich es ab. Sodass man sieht, hier, na, das sind ein bisschen größere Maschen. So mache ich das. Man kann sie auch stricken. Ich hebe sie ab. Das ist ja jedem selber überlassen, wie es ihm gefällt. Wir haben diese Woche eine Sitzung gehabt in der Schule. Boah, die ging 3 Stunden lang. Da habe ich extra noch Wolle mitgenommen. Ich habe nämlich grün beendet und orange angefangen. Das ist auch so ein, auch ich sage manchmal Dummstrick, aber da tut man dem irgendwie auch nicht recht. Man tut dem irgendwie ein bisschen Unrecht. Mich strukturiert sehr. Also immer das Gleiche tun. Keine Ahnung, man macht dann irgendwie 3000 Mal in der Stunde die gleiche Handbewegung. Und das hat was sehr Beruhigendes, das hat was sehr Erdendes, die Hände sind beschäftigt und kommen auf den Punkt, das bringt mich auch vom Kopf her auf den Punkt. Von daher wächst der gerade auch so, weil das, ja. Was ich cool finde, ist ja immer diese Wolle, die sieht ja aus wie Painting Bricks. Und da sieht man mal, wie Opalwolle in sowas auch ganz anders wirken kann. Also der Streifen hier sieht zum Beispiel hinten so aus. Auch witzig, da hat er die schwarze Streife. Hier vorne bricht es einfach auf durchs Kraus rechts. Ja, das Rückenteil wird irgendwann fertig werden. Dann kommen die Ärmel, da setzt sich die Streife ja dann fort. Und dann muss ich mal gucken,
ob ich das ein bisschen oversiziger brauche, dann habe ich mir nämlich da eine coole Lösung mit einem, auch aus dem Abo, und zwar diesem Knäuel. Das war ja so ein Partnerknäuel, zu dem diese zwei Grünen waren ja letztes Jahr drin. Und dann würde ich mir nämlich an den Seiten, also unterm Arm, so einen Streifen einsetzen, der dann am Ärmel vorgeht und abgenommen wird. Der praktisch hier so ein Abnahmestreifen wäre, und den würde ich auch in der Kapuze dann noch mit einbauen. Also Ideen gibt es genug. Jetzt geht es darum, dass das weitergeht. Ja, und dann möchte ich euch noch ein bisschen in meine. Ach so. Hey du da im Radio. Ich hätte dich jetzt irgendwie vergessen, hey du da im Radio. Bevor ich euch in meine Anschlagmotivation, sage ich mal. Also warum reizt es mich, manche Dinge anzuschlagen, hineinnehmen? Muss ich ja doch noch ein Wort oder zwei dazu sagen. Komm mal her. Jetzt komm halt her, trau dich doch mal. Jetzt hat es komm her jemand anders verstanden. Ja, was ist jetzt? Jetzt kommst du her. Ja, hörst du so gut? Oh. Ein Hund, der sehr gut hört. Oh, ein Hund, der sehr gut hört. Hast du dich angesprochen gefühlt, liebe Lilly? Du hast doch geschlafen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Wie machen wir denn das jetzt? Kannst du noch ein bisschen schlafen? Geh mal dahinter oder geh mal darunter. So. Also, was das? Das ist Lilly, nein. Jetzt gehen wir mal zur Seite. Das ist ein Wäschle, das ich im Frühjahr 22 glaube. Aber auch das weiß ich ja ganz genau. Ist bei Ravelry schon mit Fotos drin. Ich habe am 12. April 2022 angefangen, das zu stricken. Und ihr merkt schon, April 22, 23. Und ich frage mich an der Stelle, warum? Warum? Bitte, warum? Das Modell ist aus eine Anleitung von Junghans. Man fängt da unten beim Bündle an. Das ist nicht zwei rechts, zwei links, das ist ein bisschen anders. Und das Bündle, und das finde ich ja ganz hübsch, geht schon in diese, ja, sind Zöpfe über. Dieses Wäschle ist jetzt sehr weit. Warum? Wenn ich das kleiner gestrickt hätte, dann wäre das so aufgegangen, aber es wäre auch so ein bisschen pressig gesessen, und das wollte ich nicht. Ich habe das natürlich zu einer Zeit angefangen, wo ich noch roundabout über 35 Kilo mehr gehabt habe. Das kann ich mal so in den Raum werfen. Und wenn man halt noch 35 Kilo mehr hat. Moment. Ja, es war der Postman. Das passt auch irgendwie zum Thema 35 Kilo weniger, weil der Postman hat gerade meinen Claudus-Limit. Der ist auszogen, weil er mir einfach nicht mehr passt. So. Die Frage ist ja, wenn man dann das was angeschlagen hat, wo man schon mehr Kilos gehabt hat, noch mehr Kilos gehabt hat, ziehe ich das alles auf und lasse es. Aber bei dem Muster ist es so, und ihr seht es an der Pippi hier, durch das Muster hat es eine Taillierung. Und das finde ich sehr schön, das heißt, die schrumpft mit. Die ist hinten, seht ihr? Also ich finde, man sieht es auch gut, hier oben dehnt sich das Muster mehr auf, und
und hier zieht sich es mehr zusammen. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Dann habe ich verändert. Ich habe hier diese Armbündchen gestrickt, zwei rechts, zwei links. Ich habe die italienisch abgenäht mit 4 Vorbereitungsreihen. Und das sieht man hier ganz schön. Ich finde, das macht wirklich ein tolles Bild. Dasselbe habe ich auch hier gemacht an der Blende. Und oben vorgesehen ist da auch so irgendein Zopfmuster. Das habe ich nicht gemacht. Das wollte ich nicht haben. Und dann hat die ganze Geschichte nochmal gestockt, weil ich habe zu der Zeit, wo ich krank war im Herbst, den Jürgen zum Berger geschickt, zum Knöpfe kaufen. Er hat gestrickte Teile mitgenommen, mit dem Auftrag 7 Knöpfe zu kaufen. Er hat zweierlei Knöpfe mitgebracht. Der eine Knopf, der sieht echt total Albacher aus. Und der andere Knopf sieht so aus, was ja jetzt schon hübsch ist, aber ich pinne den mal da drauf. Seht ihr, was ich sehe? Ich finde den farblich nicht wirklich schön. Und da war ich todunglücklich drüber. Todunglücklich drüber, weil... Ja, und jetzt habe ich mir Holzknöpfe dazu bestellt und ich finde, die sehen wirklich hübsch aus. Ich zeige euch die nochmal. Da steht drauf Love, Love, Live mit Herzle noch drauf. Ich finde die hübsch. Ich finde die einfach hübsch. Das sind Olivenholzknöpfe. Die sind sehr hübsch. Ich habe das Wäschle dann fertig gemacht, habe sie auf der Püppi mit Nadeln aufgespannt. Also mit Nadeln fixiert. Stecknadeln, drum sind die ja auch hier oben drin. Und dann angesprüht. Feucht. Und dann legt sich das alles wunderschön. Eigentlich hätte ich es heute anziehen wollen. Farblich jetzt nicht gerade passend und heute, ja, konnte ich nichts anderes anziehen. Aber das darf morgen anzogen werden und ich finde es, also ich bin ja so ein Wäschles-Typ. Ich liebe ja auch diesen Feel Good Sleepover. Kommt da irgendwie noch mein Vater, der da einmal Wäschle erkennt. Mir gefällt das, das sitzt einfach gut, das ist wirklich warm, du hast die Arme nicht so heiß und auch in den Zeiten, wo es einem furchtbar heiß und kalt wird, die ich jetzt auch kenne, ist es trotzdem noch sehr angenehm. Genau. Lange hat es gebraucht und ich frage mich manchmal, warum. Gestrickt habe ich es aus Drops Charisma. Drops Charisma. Drops Charisma in der Farbe 13. Das ist so ein Magenta-Ton. Da habe ich noch 3,5 Knäuel übrig. Da muss ich auch mal gucken. Ich hab Charisma übrig. Hier mal ein bisschen Charisma, da mal ein bisschen Charisma. Was das noch gibt, habe ich noch keinen Plan, aber müsste ich mir mal einen Plan machen. Weil das eigentlich eine schöne Wolle ist. Günstig. 100% Schurwolle, was mir wirklich sehr wichtig ist, weil sowas kann man dann einmal raustun zum Lüften. Das muss nicht ständig durch die Waschmaschine gezogen werden. Ich schwitze natürlich in Wolle auch nicht so, wie ich jetzt in Polyacryl schwitze. Auch wenn ich Baumwolle drunter habe. So, genau. Ja, mein Bestle. Endlich fertig. Sowas, was mich beschäftigt, warum liegt es so lang? Klar, das war die Gründe mit den Knöpfen. Es ist natürlich schon auch jetzt manchmal so der Grund, und das ist keine Ausrede, dass ich halt mich von der Figur her sehr verändert habe und mit diesem Prozess ja auch noch nicht so fertig bin, wenn es gleich jetzt auch in Richtung absehbar geht. Aber wenn du halt was strickst und angefangen hast, bevor du angefangen hast, dich körperlich zu verändern, dann hast du halt im Endeffekt nachher einen Kartoffelsack. Und ich habe viele, viele, viele Pullis, die ich gestrickt habe, nicht mehr. Ich habe die reiheweise abgegeben. Jetzt eben den Claudesli. Und ihr wisst, der ist auch noch nicht so lange fertig gewesen. Schade, zum einen, zum anderen bietet es mir natürlich die Möglichkeit, auch Dinge jetzt
neuen Angriff zu mir zu nehmen. Oder zum Beispiel liegt da noch ein 3 in 1, den ich glaube 3 oder 4 Mal angefangen habe zu stricken, weil das immer nicht gepasst hat. Und ich habe ja dann wirklich auch das Problem gehabt, dass die Größen, die beschrieben waren, nicht mehr ausgereicht haben für das, wie meine Größe war. Liegt natürlich immer an der Anleitung, die hätten auch mehr größere Größen stricken können, also beschreiben können. Nein, ich war da einfach auch raus, bin da jetzt wieder drin und ich glaube, der 3 in 1, wenn der fertig ist, dann braucht es den Mühe kleiner noch. Weiß ich nicht. Ich habe im Moment auch nicht so ein Körpergefühl, muss ich sagen. Ich war lange keine Kleider mehr kaufen, weil ich, also was ich T-Shirts, ja, weil da weiß ich, ich habe jetzt auch L wie der Jürgen und es sitzt locker, es fällt locker runter. Es macht mich ganz happy unterm Cappy. Bei ihm steht das Wembley raus, locker. Es macht mich ganz happy. Aber so jetzt, so was auf Maß oder so, habe ich jetzt, da habe ich nicht so das Gefühl. Wenn ich ein Strickstück hochhebe, ich weiß auch noch nicht so ganz, passt mir das oder nicht. Also ich habe diesen Blick für mich, den habe ich noch nicht. Aber das kommt wieder. So, jetzt habe ich zwei Dinge, wo wir gestern Abend so im Gespräch draufgekommen sind. Die habe ich eigentlich nur angeschlagen, weil ich ein Rätsel lösen möchte. Das erste ist ein Sweater, der im Moment bei mir so aussieht. Der wird ein bisschen oversized, das ist seine Bestimmung. Der heißt Kumo-Sweater. Jetzt muss ich gucken, da muss ich jetzt wirklich gucken, aber ich glaube schon, dass ich den angeklickt habe. Ach so, doch, das sind die fertige. Moment. Wips. Ich habe ihn nicht angelegt. Ich kann ja bei Recently Started gucken. Ich kann ja bei Recently Edit gucken. Ich habe ihn nicht angelegt. Also. Gilt es nachher zu tun. Dieses Teil heißt Kumo-Sweater und den hat die Frau Heilig gestrickt beim Wollneswochenende gestrickt. Also Frau Heilig, wenn du das nicht magst, dann sag's mir, dass du es nicht wolltest. Dieser Pulli wird Der wird der wird ich glaube, der wird hier an dem orangenen Streifen provisorisch angeschlagen. Dann strickt man diesen Rücken hoch. Und beginnt schon hier in diesem blauen Streifen mit verkürzten Reihen, um dann diese Schultern hinzukriegen, die so aussehen. Was ja ein bisschen hübsch ist. Und strickt dann wieder das Vorderteil, also schließt dann, strickt links und rechts, so muss man sagen. Also man kettet hier hinten ab, dann strickt man links und rechts getrennt und dann nimmt man vorne wieder auf. Es ist gerade andersrum. Hey, schön. Aber im Prinzip egal. Also man schlägt vorne an dem Vorderteil, strickt das Vorderteil hoch, kettet hier ab, strickt mit verkürzten Reihen die Schultern, kettet dann hier hinten ab. Nein, Quatsch, nimmt hier hinten auf. Wie auch immer, auf jeden Fall macht man dann den Halsausschnitt und strickt wieder runter. Und ab den Ärmeln macht man es dann in der Runde. Das Problem war,
dass die Gabi irgendwann gesagt hat, du kannst du mir mal, komm mal bitte. Ja, ich komm. Es hat einfach von der Maschezahl her nicht gepasst. Nicht ums Verrecken hat es gepasst. Und es war nach dem Übergang, bei ihr war es grau und gelb, bei mir ist es jetzt blau und orange. Nach diesem Übergang, die Maschezahlen haben nicht gestimmt. Es hat einfach mit dem Abketter, es hat hinten und vorne nicht hingehauen. Und wir haben es dann zwei, dreimal aufgemacht. Man macht allerdings schon in dem blauen Streifen verkürzte Reihe. Und da hat sie sich verfranzt und ist da falsch abgebogen. Und ich habe ihr dann geholfen, dass sie das hinkriegt. Und ihre ist auch wunderschön worden. Aber ich bin vom Wollnis-Wochenende heim und mich hat die Frage bewegt: Passt die Anleitung oder passt die Anleitung nicht? Das war ein Rätsel und ich wollte dieses Rätsel lösen und deshalb habe ich diesen Pulli gestrickt. Ich habe diesen Pulli angefangen. Ich habe erst eine Weile überlegt. Die Gabi hat ihn gestrickt aus Lana Grossa Alora und der ist doppelt genommen. Ich wollte jetzt nicht für so eine Rätselslösung teure Wolle kaufen und habe diese Wolle entdeckt. Und das ist die, oh, mir fällt gerade ein, ich habe noch ein Projekt nicht angelegt. Ich bin aber ein Schlamper. Das ist die Alpaka Silk, Brushed Alpaka Silk. Zeig's euch mal hier. Seht ihr das? Brushed Alpaka Silk von Drops. Und die nehme ich in diesem Teil, nehme ich die doppelt. Ich kann es gut tragen, ein ganz flauschiges, es ist ja die Frage, wer kann Alpaka, wer nicht. Und auch ein relativ leichtes Teil. Also das ist wirklich so ein leichtes Teilchen. Ich habe jetzt, glaube, also ich bin gerade hier am Ende Gelände. Ihr seht schon, bei doppelt verstrickt. Und das ärgert mich ein bisschen, aber die Wolle ärgert einen ja immer. Also hier war der runde Anfang. Und ich muss noch so eine halbe Nadel, gerade so eine halbe Nadel rumstricke. Da ist zu Ende und da geht es dann auch noch gleich zu Ende. Hätte doch jetzt für den Streifer auch reiche können, aber hat es jetzt nicht. Dadurch, dass die Schultern so ein bisschen schräg sind, muss das nach dem Arm auch gar nicht mehr so weit runter. Ich weiß jetzt tatsächlich, aber ich könnte mal gucken, wie es im Original ist. Kann ich nämlich in der Anleitung gucken, die ich auf meinem Knit Companion habe. Da heißt dieses Gestricke auch bei mir Frau Heilig. Man muss ja da immer Name eingeben. Da sind es wirklich nach der Schulter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und im achten ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und im achten ist das Bündchen. Ob das bei mir reicht, weiß ich nicht, muss ich anziehen, weil ich einen relativ langen Oberkörper habe. Aber wie wird sie? So sieht es aus. Es hätte noch ein helleres Blau sein dürfen, finde ich. Das Blau und Orange nicht ganz so konkurriert, aber ist so. Das Rätselslösung. Und den, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auch wieder rausgezogen und habe die letzten 2 Tage wirklich, also ab hier, dieses Stück dran gestrickt. Das lässt sich nicht so butterweich stricken, weil das natürlich so ein bisschen haarig ist und das auch so ein bisschen ineinander hakt. Und wenn man die Masche so, die lassen sich nicht so leicht so groß ziehen. Ja, wie jetzt ein flutschiges, flauschiges Superwash. Ein flutschiges Superwash. Aber es lässt sich gut stricken. Es ist wirklich toll und auch von der Haptik toll. Und eigentlich freue ich mich drauf und es wäre jetzt echt gut, der wird auch bald fertig werden, solange es jetzt noch kühler ist, weil im Sommer brauche ich ihn halt jetzt wirklich nicht. Ein Rätsel. Und das andere Rätsel habe ich euch letzte Woche schon ein bisschen ankündigt und das wollte ich heute ein bisschen genauer mit euch anschauen. Und zwar, ich habe euch letztes Mal gezeigt, dass ich mir zwei Wollknäuel gerichtet habe. Nämlich die zwei.
Ein beides Austermann, Schöller und Stahl. Ein Braun und sowas, das so mit Pink, Orange, Lila, Braun daherkommt. Das Pink sieht man jetzt, das Orange sieht man jetzt irgendwie gar nicht. Unten sieht man es wieder. Und zwar, Kirstin Quickstrick ist eigentlich schuld. Dieser Trauungsvetter ist mir bei zwei Podcastern begegnet. In dem einen Podcast, das finde ich sehr, 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 sehr schade, hat die Podcasterin manchmal nicht so eine gute Lichtausleuchtung und man sieht Sachen nicht so gut, weil die Sachen, die sie strickt, in der Regel wirklich echt genial sind. Die macht wirklich tolle Sachen. Auch mal so ein bisschen ab vom Mainstream, aber man erkennt sie nicht so gut, was ich schade finde. Bei der Kirstin habe ich alles total gut erkannt. Und dann kam bei der Kirstin dazu, dass sie ein bisschen über die Anleitung gejammert hat. Wovon redet man? Man redet vom Drawings-Wetter, der bei mir im Moment so aussieht. Also ich drehe es mal um, dann sieht man es, wie es nachher live ist. Das sind Blumen. Also der Pulli fängt an in diesem, was bei mir jetzt dieses Bunt ist. Das hat mir jemand drunter geschrieben. Das ist ganz schade, dass ich so ein buntes Garn nehme, weil das die Blumen irgendwie nicht gut rauskommen lässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde das überhaupt nicht. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen in zwei Unifarben. Überhaupt nicht. Das finde ich. Ich finde, es hat einen kompletten Reiz und ich glaube auch nicht, dass man Streifen in erster Linie sieht, sondern man sieht die Blumen. So, dass da so viel braun ist, ist komplett richtig. Die Anleitung von Die Anleitung ist von Drawingswetter von Tomomi Yoshimoto. Vielleicht eine Japanerin und es erinnert natürlich so ein bisschen an Mandelblüten oder so. Der fängt in dem Bunten an und endet im Dunklen. Ja, also wenn die Blüten alle fertig sind, geht er mit Dunkel weiter, sodass wirklich der Blick auf den Blüten ist. Es ist, was man nicht erstmal weiß, sondern wirklich ganz gut gucken muss. Es ist ein Raglan. Seht ihr? Und diese Raglan-Naht zieht sich hier im Muster weiter. Man sieht sie dann immer so gut. Die verschwindet so ein bisschen im Muster. Und darum habe ich lang gebraucht, um zu gucken. Aber es ist eindeutig ein Raglan, der auch am Vorder- und Rückenteil eine andere Frequenz der Zunahme hat, zum Teil wie an den Ärmeln. Und man hat für Vorderteil, für Rückenteil und für die Ärmel jeweils einen anderen Chart. Das heißt, ich stricke mit vier Charts. Und ich möchte mich mit euch jetzt einfach mal, also das, was Kirstin uns so gesagt hat, war, dass man da, ah ja, genau, dass man den Anfang macht, wenn man noch in Vor- und Rückreihe strickt. Ihr seht, es hat verkürzte Reihen. Das ist vorne, da fängt das Muster gleich an. Hier. Seht ihr? Hier. Und hinten hat es die verkürzten Reihen. Das sind aber by the way ganz genau vier oder sechs. Es sind sechs Reihen. Das heißt, man strickt dreimal hin und dreimal zurück. Man muss drei linke Reihen stricken mit Colorwork. Kriegt man hin. Das ist nicht viel Colorwork, das seht ihr auch. Und ja, man hat ein bisschen Spannfäder, aber bei den sechs Reihen kann man da drauf aufpassen. Und dann war die Kritik an dem Pulli noch, dass natürlich, und das sieht man schon hier, lange Spannfäden sind.
Das sind lange Abschnitte. Und da dachte ich mir, warum? Warum nicht Letterback? Und das ist ja so das Rätsels Lösung. Ich finde Einweben eine ganz große Katastrophe, weil man es immer sieht. Und wenn ich natürlich in dieses helle ein Braun einwebe, schimmert es durch. Und zum anderen macht es manchmal von, also es macht manchmal, sieht es aus, je nachdem, ob man's, wie man es macht, wie wenn es patent gestrickt wäre, so hubbelig. Und ich finde es ganz fürchterlich. Ich persönlich, ja, das mag jeder machen, wie er es mag. Ich persönlich finde es fürchterlich. So ein Pulli will ich nicht. Würde ich nicht anziehen. Ich habe da schon Ärmel gesehen bei einem Pulli. Das war auch so ein völliger Hype. Und die Ärmel sahen wirklich aus wie Bienenwabe. Und die Podcasterin hat sich darüber auch gewundert und sie fand es selber nicht schön, aber hat, glaube ich, nicht gewusst, warum. Und hat es dann, glaube ich, auch nicht verändert. Ich finde es, ich würde es nicht anziehen. Bei mir, ihr seht es, ist es komplett glatt. Und jetzt zeige ich euch den Pulli von innen. Und ihr seht, ich habe durchgehend, also nach den ersten 6 Reihen, die seht ihr hier. Man kann Leatherback nicht stricken, wenn man hin und her strickt. Ich müsste es an der Randmasche festmachen, aber das hätte geheißen, dass ich den Faden über den Ärmel rüberziehe, was nicht notwendig ist. Deshalb diese 6 Reihen und dann habe ich mit dem Leatherback begonnen. Und jetzt sagt mir mal, ob das keine saubere Sache ist. Und jetzt sage ich euch auch noch, ich blende euch jetzt ein Foto ein. Beziehungsweise ich sage noch einen Satz voraus. Also der Punkt war, die Kritik oder das, was der Kirstin so schwer fiel. Und ja, es ist so, es ist nichts gleich wie das andere. Also jede Reihe ist anders und was ich hier stricke, wiederholt sich da nicht. Also es ist kein... nichts, was symmetrisch ist, was logisch ist, es ist einfach wirr. Im Sinne von Kunst. Also nichts Vorhersehbares. Das heißt, ich muss jede Reihe konzentriert stricken. Ihr wisst, ich stricke mit dem Knit Companion. Und jetzt blende ich euch das Foto ein. Und zwar... zeige es euch geschwind, genau dieses Foto blende ich euch jetzt ein. Was ihr hier seht, ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Das, was ihr hier in Rot seht, sind Linien, die ich mit dem Knit Companion selber da reingemacht habe. Das heißt, ich habe mir diesen Chart angeguckt und dann habe ich mir überlegt, wenn ich alle 6 Maschen ein Leatherback mache, reicht mir das. Ich zeige euch das nachher nochmal im Pullover. Ich habe alle 6 Maschen diesen Leatherback. Das ist Arbeit. Also wenn ihr es mit Papier ausdruckt, müsstet ihr das mit dem Lineal ziehen. Das Problem ist, wenn ihr das natürlich auslegt, 4 Charts nebeneinander, dann wisst ihr, was ihr für einen Tisch braucht. Und dann schuckelt euch irgendjemand an den Tisch, der Hund, der Mann, das Kind, keine Ahnung, und ihr kriegt einen Föhn, oder ihr selber vielleicht noch, und dann kriegt ihr einen Föhn, weil dann ist das Lineal verschoben und dann könnt ihr wieder Suche anfangen, wo ihr gerade seid. Schwierig. Das andere ist, so eine Reihe ist ja auch lang. Ich kann da schon ein Lineal hinlegen und dann muss ich mit dem Auge trotzdem, also diese Auge-Hand-Koordination, die es letztendlich ist, mit dem Auge erfassen, wo bin ich gerade, umsetze beim Stricken und dann wieder mit dem Auge erfasse, wo war ich gerade auf der Anleitung und das wieder weiter, ist eine Herausforderung. Ich, ihr seht, ich habe alle 6 Maschen diesen roten Strich. Und dann gibt es beim Knit Companion noch eine Leiste, eine, die man hin und her schieben kann. Ich mache es jetzt so. Ich schiebe diese, die ist bei mir blau, diese blaue Leiste schiebe ich immerhin, wenn ich anfange, einen Char zu stricken, nach 3 Abteilungen. Also 3 mal 6 Maschen ist meine blaue Leiste. Die müsst ihr euch jetzt ganz links an der vierten roten Leiste, also an der vierten roten Linie, stellt ihr euch jetzt die blaue Leiste vor. Und dann fange ich an zu stricken. Das erste ist eine bunte Masche. Und dann kommt der rote Strich, das ist meine Leatherback-Masche. Dann habe ich den Abschnitt von 6
sechs Maschen. Und die heißen bei mir 4-1-1. Also 4 bunt, 1 dunkel, 1 bunt. Die stricke ich. Dann heißt es 6. 6 bunt. Dann heißt es 2-4. 2 bunt, 4 braun. Und dann schiebe ich meinen blauen Balken wieder um 3 Abteile und nummeriere es für mich wieder durch. Und so stricke ich diesen Chart peu à peu immer. Nach 18 Maschen schiebe ich meine Leiste, schiebe ich meine Leiste, schiebe ich meine Leiste und freue mich, dass dann das Ende in Sicht ist und schiebe meine Leiste. Das heißt, ich habe so eine ganz lange Zeile, die ich kaum vom Auge her erfasst kriege, mit Hilfe des Letterbacks in sinnvolle, sehr kleine, sechs Maschen sind kleine Abschnitte unterteilt. Ich kann dadurch mit dem Auge viel besser folgen. Ich kann das viel leichter stricken. Ich habe dann so einen 18er Block, den ich mir ja in 3x6 unterteilt habe. Ich habe meine Letterback-Masche rot gekennzeichnet, die links ist, die ja hinten verschwindet, die ich nachher im Strickstück nicht sehe und die mir trotzdem hilft, das zu strukturieren. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht so viel. Weil wenn, spult nochmal zurück, hört es euch nochmal an. Das ist meine Art, wie ich so einen großen Berg klein kriege. Aber das ist ja das, was ihr zu Hause auch macht. Das ist, wenn ihr die ganze Wohnung putzen müsst, dann teilt ihr euch das ein in kleine Abschnitte. Wenn ihr nach dem Urlaub einen Riesenberg Wäsche habt, dann macht ihr auch eins nach dem anderen. Wenn wir in der Schule ein Luftballonmännle basteln, dann haben wir nicht alles auf einmal, sondern machen wir Schritt für Schritt. Und genau so breche ich mir solche Anleitungen runter. Und ich kann euch nur ermutigen, wirklich nur ermutigen, das mit dem Letterback mal auszuprobieren, weil ein cooles Fadenmanagement, ihr seht vorne nichts Eingewebtes, ihr habt nachher nicht mehr Fäden zu vernähen, gar nichts und ihr bleibt beim Reinschlüpfen nicht hängen. Was aber der viel größere Gewinn ist für mich, dieses unterteilte Stricken. Und dadurch lassen sich solche Muster easy peasy stricken. Und dann ist es wurscht. Es ist völlig wurscht, dass keine Zeile die gleiche ist, dass sich nichts wiederholt. Weil ich sage ja, 4, 1, 1, 6, 2, 4. In der nächsten Zeile wird es heißen 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1. Das sind ganz kleine Zahlen. Sich dann jeder, ich sage mir die auch nicht vor, ich sehe die, strickt es, sehe die, strickt es und so geht es easy peasy und relativ fix. Ich habe an diesem Sweater noch nicht viel, also noch nicht lang gestrickt. Und ich stricke den neben dem Fernseher. Muss da nicht mal einen Podcast schon, ich stricke den neben dem Fernseher. Weil ich jederzeit weiß, wo ich bin, durch die blaue Linie. Ja, das war so ein kleiner Einblick in, wie mache ich mir komplizierte Sachen einfacher. Und ich glaube, darum geht's. Und jetzt spanne ich diesen Bogen nochmal zur Sock Madness. Da geht es auch darum. Ich kann euch nur raten. Ich werde von Knit Companion nicht bezahlt. Und fragt mal die Annette. Die hat lang schwätzen müssen. Wirklich lang. Die hat wirklich lang schwätzen müssen, bis ich kapiert habe, dass der Knit Companion mir was bringen könnte. Und dann habe ich erstmal so die kostenlose Version gehabt und bin da sehr schnell an meine Grenze gestoßen. Weil dann habe ich zwar die Anleitung digital und den Vorteil, dass ich weiß, wo ich bin, wenn ich das Tablet zuklappe oder wenn ich aufhöre mit dem Stricken, weil an der gleichen Stelle bin ich dann nachher wieder, wenn ich es aufmache. Aber arg viel mehr kann diese kostenlose Version nicht. Und dann habe ich die Kauf, damals hat sie nur 11,50 oder so kostet. Und da ich Android-Nutzer bin, habe ich dann mit der Annette zusammen festgestellt, dass vieles nicht geht. Habe mich dann echt arg geärgert an manche Punkte. Und dann kam das Mega-Update. Und ja, er kostet jetzt, glaube ich, irgendwie 23 Euro, 24 Euro im Jahr. Aber er kann gleich viel wie der Apple. Also wie auf der Apple-Plattform. Er kann auch in einem Chart gleiche Strickzeichen gleich einfärben, also in einem Lace-Chart zum Beispiel.
in einem Chart mit Zöpfe, Lace, wie was. Du hast einen Zopf und du hast auf der anderen Seite einen andersrum Zopf. Du färbst den ein und sagst All, dann macht er dir im ganzen Chart dieses Symbol in der gleichen Farbe. Anderen auch. Also so funktioniert das. Du kannst Maschen zwischendrin zählen lassen. Dann steht da eine Zahl. Also dann muss ich nicht mehr abzählen, wie viele rechte Maschen das sind, bevor wieder das Lochmuster kommt. Nein, da steht die Zahl. Das sind natürlich auch Dinge, die man nutzt. Oder man kann so einen Chart extrahieren, damit die Leiste nachher läuft im Chart. Das sind Dinge, warum man nachher auch schneller ist in der Sock Madness. Ganz, ganz klipp und klar. Und ich werde diese Sock Madness, die Muster, wenn sie sich anbietet, dazu nutzen, mich noch mehr in diesen Knit Companion einzuarbeiten. Da gibt es tolle Videos auf YouTube dazu. Und ja, stimmt, ich habe es gerade gehört. Gerade hat jemand gesagt, ich zahle doch dafür keine 24 Euro. Ja, 24 Euro sind 24 Euro. Aber, ganz im Ernst, ich sage es jetzt mal schwäbisch, wie viel Scheiß kauft man sich im Laufe des Jahres für sicher mehr wie 24 Euro, den man überhaupt nicht braucht und von dem man eigentlich auch keinen Nutzen hat? Das sind ja 24 Euro, die mir das Leben beim Stricken echt erleichtern. Und also ich habe Abo. Ja, wenn man viel strickt, wenn man Sachen strickt mit Chart, wenn man kompliziertere Sachen Spaß daran hat, dann lohnt sich dieser Knit Companion allemal, wenn man sich das Leben leichter macht. Ihr könntet heute auch immer noch mit dem Fahrrad nach Italien fahren. Geht, warum fahren wir denn mit dem Zug? Oder warum fahren wir mit dem Auto ins Geschäft und laufen nicht? Weil es uns das Leben weiter leichter macht. Es kostet deutlich mehr. Überlegt mal mit diesem Gedanke, geht mal mit diesem Gedanke da dran. Kann ich mir das Leben erleichtern? Wenn ihr jetzt sagt, oh, aber die Videos sind alle in Englisch, stimmt. Aber die Dame, die spricht in den Videos vorne erstmal eine Weile und dann hat sie eine andere Kamera, die sie auf ihr Tablet macht. Und ihr könnt mit eurem Tablet genau nachtippen und könnt es genau nachverfolgen. Ihr könnt das Video mal vor- und zurückspulen. So lerne ich auch. Ich gucke mir das bei ihr regelrecht ab, wie macht sie das? Und ganz im Ernst, wenn ihr überhaupt gar nicht klarkommt, meldet euch. Und wenn ihr euch traut, bei der Sock Madness euch anzumelden, dann meldet euch auch, weil die Annette und ich, wir haben wieder eine Gruppe. Also die Annette hat eine Gruppe, sie hat sie aufgemacht. Es gibt eine Quasselgruppe und es gibt die Sock Madness Gruppe. In der Sock Madness Gruppe geht es nicht darum, wie es der Katze geht und dass die Sonne scheint und dass es jetzt gerade regnet und ich heute müde bin. Nein, da geht es nur darum, Anleitung, hab was nicht verstanden, wie geht das? Da geht es wirklich nur um das Muster. Keiner übersetzt dir in dieser Gruppe die Anleitung und keiner strickt die Socke für dich, aber jeder hilft dir, die Anleitung zu verstehen und die Socke stricken zu können. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. So, und jetzt freue ich mich, viele von euch bei der Sock Madness zu erleben. Ich freue mich, viele von den Decken zu sehen auf Insta. Dann verlinke ich es. Ich freue mich, wenn es euch gut geht, wenn es euch Spaß macht, Dinge, die ich euch zeige, euch da damit zu beschäftigen. Ich freue mich, wenn ich euch eine Anregung zum Thema Letterback nochmal geben wollt, nochmal geben konnt. Freue ich mich sehr drüber, weil auch das ist was, wo man denkt, oh, muss ich da Linie malen? Aber ja, ich saß eine Stunde, bis ich in alle vier Charts die Linien hatte. Eine Stunde. Aber um das stricke ich das halt viel, viel schneller jetzt weg. Also die Stunde, die kommt x-mal rein. Und so glaube ich, ist es beim Knit Companion ein. Aber das Geld, das ihr ausgebt, das habt ihr an Spaß nachher wieder. Also einmal in die Achterbahn, ist auch ein Zehner weg. Oder einmal ins Kino für 1,5 Stunden und 10 Uhr weg. Ihr entscheidet. Ja, ich freue mich. Am Freitag kommt der nächste Teil von der Decke. Ich bin gespannt, welchen Knäuel mein Mann jetzt nachher aussucht. Ich freue mich, dass das Wäschle fertig ist, endlich. Und ich freue mich, was die nächste 14 Tage bringt, weil ich weiß auch nicht, was ich die nächste 14 Tage alles schaffe und stricke. Es ist bei mir dieses Jahr so eine Wundertüte, weil ich nicht den großen Plan habe. Nicht die Tüten von,
das und das und das muss angeschlagen werden und das und das und das muss alles fertig werden. Gar nicht. Ich lasse mich so ein bisschen treiben. Ich weiß, wo ich hin will irgendwann und der Rest lasse ich mich treiben und damit geht es mir total gut gerade. So, ich wünsche euch jetzt eine gute Woche oder beziehungsweise gute 2 Wochen und sage ganz einfach, danke fürs Zusehen und seid behütet. Ciao.